Partnern in Misskredit bringen. Herr Lucke. Ja. Sehen Sie, ich meine, ich bin ja gegen diese Sprachpolizei. Ich denke, es darf jeder reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ach so, darf man sagen, Ausländer sind Schweine. Moment. Nein, ich darf reden, wie ich... Und jetzt lassen Sie mich auch mal reden. Sie haben mich gerade gefragt. Herr Lucke, jetzt lassen Sie mich doch mal reden. Es gibt natürlich Leute, die haben jetzt andere Ausdrücke. Die sprechen jetzt nicht von Bodensatz, die sprechen von, ich zitiere, abgehängtem Prekariat. Wer auch immer das verstehen mag, nicht wahr? Aber wenn man das dann nicht genau weiß, was ein abgehängtes Prekariat ist, dann guckt man mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung nach. Nicht gerade einem Repräsentanten des rechten Flügels. Da heißt es dann, der Typ des abgehängten Prekariats im unteren Drittel fand besondere Aufmerksamkeit, weil dieses Milieu quasi als Bodensatz der deutschen Gesellschaft, als ihre Unterschicht angesehen wurde. Das finden Sie, abgehängtes Prekariat ist schlimm. Das ist meine Entgegnung darauf, dass Sie sagen, Bodensatz sei Vokabular des rechten Randes. Es ist die Bundeszentrale für politische Bildung, die hier den Begriff Bodensatz benutzt hat. Und die zitieren Sie. Warum haben Sie es nicht früher getan? Jetzt brauchen Sie die Entschuldigung. Ja, Sie haben mich darauf angesprochen. Das ist keine Entschuldigung. Ich finde ja jetzt nicht, dass man sich hinter der Bundeszentrale für politische Bildung sozusagen verstecken kann. Warum kritisieren Sie eigentlich die Bundeszentrale für politische Bildung auch davon gesprochen, wie Sie nach der Bundestagswahl, dass es eine Entartung der Demokratie gebe? Ja, das kann schon sein. Sie finden die Entartung der Demokratie ein Begriff der Demokraten. Ja, das finde ich, weil wir in unserer Demokratie. Ich kenne das aus der Nazizeit. Ich kenne das Wort aus der Nazizeit. Sie kennen das Wort entartete Kunst aus der Nazizeit. So, wir haben aber in unserer Demokratie Entwicklungen, die nicht gut sind. Wir haben die Entwicklung, dass das Parlament genötigt worden ist, in kürzester Frist außerordentlich schwierige Entscheidungen zu treffen, dass es keine angemessene Beratungszeit gehabt hat. Und Kollegen von Ihnen im Bundestag haben es mir genau so gesagt. Ja, aber ich weiß, und wenn Sie die Entartungen nehmen, wenn Sie die Entartungen nehmen, ich habe alles gelesen, alle Dokumente. Wir wussten, worüber Sie wir sind doch Politiker. Ich darf Herrn Schäuble zitieren, der gesagt hat, dass das Gedenken an die Berliner Mauer einlädt zum Nachdenken über Entartungen der Politik. Ist das Nazi-Sprecher? Macht das eines besser als das andere, Herr Lucke? Ja, Helmut Schmidt hat es genauso getan. Arnold Baring hat es getan. Jetzt werden Sie vorsichtig mit denen, den Sie zitieren. Kardinal Leisner ist ja bekannt für Toleranz. Ja, also, Kardinal Meissner hat das Wort Entartung verwendet. Dann zitieren wir jemanden anders, Herr Sarrazin. Die immerhin auf dem vierten Platz, also eine Spitzenkandidatin der AfD gesetzte Europawahlkandidatin Beatrix von Storch sagt, Zitat, Multikulti hat die Aufgabe, die Völker zu homogenisieren und damit religiös und kulturell auszulöschen. Wenn das nicht Rassismus ist, was ist Rassismus? Wissen Sie, Herr Friedmann, ich würde gerne noch was zu diesem Begriff sagen, den Herr Lucke bei der Bundeszentrale für politische Bildung zitiert hat. Wäre ja schön, wenn Sie die Aussagen zu Europa sonst auch dort zitieren würden. Da stehen nämlich ganz gute Sachen drin über den Euro und so. Aber das wird ja auch von der Regierung bezahlt. Wenn Sie von Bodensatz reden, ist doch ganz klar, dass Sie eine Struktur aufbauen, oben und unten. Und auch als Historiker muss ich Ihnen sagen, der Begriff Entartung ist im gesamten Meinungsspektrum der 20er und 30er Jahre für etwas genutzt worden, was in den Bereich der Eugenik fällt. Deswegen würde ich an Ihrer Stelle diesen Begriff nicht benutzen oder sagen, sorry, und nicht mich hinter Zitaten verstecken. Ich möchte auch kurz eine Sache sagen. Ich habe alle Dokumente zur Euro-Rettung gelesen. Auch die schnell abgestimmt werden mussten. Weil, auch wenn man wenig Zeit hat, kann man lesen. Und noch etwas anderes. Ich habe eine Klage verantwortet, die in Karlsruhe dafür gesorgt hat, dass wir den ESM-Vertrag ein Jahr vor Beschlussfassung in der ersten Version hatten. Die letzten Papiere, die erst Tage vorher kamen, waren Änderungen von einzelnen Teilen im ESM-Vertrag. Jeder Abgeordnete hatte die Möglichkeit, kapiert. Dann stelle ich Ihnen die Frage. Es ist ja, Sie sind der Vorsitzende, Ihre Kandidatin. Ich nenne noch mal den Satz. Multikulti hat die Aufgabe, die Völker zu homogenisieren und damit religiös und kulturell auszulöschen. Stehen Sie hinter dieser Aussage? Also ich verwahre mich vollständig dagegen, dass das irgendetwas mit Rassismus zu tun hat. Stehen Sie hinter dieser Aussage? Das ist nicht meine Aussage. Ich verwahre mich dagegen, dass unsere Kandidatin... Lassen Sie mich doch mal zu Ende reden, wenn Sie mir eine Frage stellen. Meine Frage war, stehen Sie hinter dieser Aussage? Das ist die Frage. Wenn Sie mich nicht ausreden lassen, hat es keinen Zweck, dass wir miteinander reden. Aber Sie wollten doch meine Frage beantworten. Meine Frage war, stehen Sie hinter
hinter dieser Aussage. So, und ich habe Ihnen ganz klar gesagt, ich verwahre mich dagegen, einer Kandidatin der AfD wegen dieser Aussage Rassismus zu unterstellen. Stehen Sie hinter dieser Aussage? Aber sonst schon, oder was? Bitte? Aber nein, sonst schon, oder? Natürlich nicht. Stehen Sie hinter dieser Aussage? Nein, das ist nicht meine Aussage, das heißt, aber es, Sie haben unterstellt, es sei nein, Rassismus. Ich habe gefragt, wenn das nicht Rassismus, was ist Rassismus? Wenn Sie mich nicht zu Ende reden lassen, dann verlasse ich die Sendung. Aber kommen Sie doch zurück. Nein, ich verlasse Sie die Sendung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, ich wollte noch ein anderes Thema besprechen. Machen wir zu zweit weiter? Wir machen zu zweit dann, weiter. Vielleicht ein Punkt, wenn ich das noch als Kommentierung sagen darf, Herr Friedmann. Ja. Nein, Sie machen mich auch nicht ausreden. Diese Art der Diskussion gerne geht nachfragen. Nicht. Die AfD spricht von Mängeln in der Demokratie. Wenn Sie sich das Programm der AfD angucken, zur Bundestagswahl hat die AfD gesagt,